Es ist 13 Uhr. Hier sind die Ö3 Nachrichten. Im Studio Rainer Hans. Die Regierung will Symbole der rechtsextremen Identitären verbieten und mehr als die Hälfte der heimischen Unternehmen beurteilt ihre Lage trotz Corona positiv. Die Regierung präsentiert derzeit den ersten Teil des neuen Antiterrorpakets. Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP kündigt dabei auch Änderungen im Symbolgesetz an.